Das Deutsche Rote Kreuz übergab am Freitag vor Pfingsten im Beisein von Oberbürgermeister Bert Wenscher, dem Pfarrer der Lutherkirchgemeinde Christoph Heinze sowie einer Vertretung des VW-Autohauses Gommlisch auf dem Gelände des DRK-Kreisverbandes an der Forststraße Radebeul einen Krankentransporter an den Förderverein Klausenburg. Dieser Förderverein, der eng mit der Lutherkirchgemeinde vernetzt ist, organisiert regelmäßig Spendenaktionen und Hilfstransporte nach Rumänien. In diesem Jahr soll ein Krankenhaus im rumänischen Cesburg mit Equipment unterstützt werden und so war der Krankenwagen auch mit verschiedenen medizinischen Geräten beladen, unter anderem auch ein Inkubator. Das Fahrzeug nahm Michael Rosner von der Lutherkirchgemeinde entgegen, der das dringend benötigte Fahrzeug direkt am darauffolgenden Samstagmorgen nach Rumänien brachte, sozusagen als kleines Pfingstgeschenk aus Radebeul. Mittlerweile ist er wieder hier. Ganz im Gegenteil, in Zwischenzeit war er bereits erneut in Rumänien, hat wichtige Hilfsgüter in die Partnergemeinde gebracht. Vor wenigen Tagen habe ich mich mit ihm und Bert Wenscher getroffen. Auch unser Oberbürgermeister hat die letzte Tour begleitet. Beide habe ich nach ihren Eindrücken und Erlebnissen befragt. Also das waren drei ganz verschiedene Anlässe. Die erste Reise über Himmelfahrt, da sind wir zu einer Hochzeit eingeladen. Von einer jungen Frau, die wir schon von Kindesalter her kennen, die dann in Klausenburg Musik studiert hat, Klavier und Dirigat. Und hier einmal ein Klavierkonzert gegeben hat und dann zweimal mit dem Landesbühnenorchester dieses Benefizkonzert für den Kinderschutzbund mitdirigiert hat mit Herrn Caroli. Und das war uns eine Riesenfreude, jetzt sie als junge Frau zu erleben und die Hochzeit mitzuerleben in eine typisch rumänisch-ungarische Hochzeit, zweisprachig. Aber dort wird gefeiert. Das ist das Schöne. Die zweite Reise, das war ja, wo Sie dankenswerterweise berichtet haben, der Transport des Krankenwagens in das Krankenhaus nach Las Lea. Das war die zweite Reise und jetzt galt es, einen Ort zu finden, wo wir in 2 Jahren eine Familienfreizeit mit unserer Partnergemeinde machen, was dann immerhin 50 Leute wären, also 25 von uns, 25 aus Klausenburg. Und der Wunsch war, mal wieder eine neue Gegend zu finden und da sind wir eben in die Bukowina zu den Moldau-Klöstern gefahren. Aber auch auf dem Rückweg dann noch einmal zu dem Krankenhaus und noch mal die Originalpapiere übergeben und jetzt zu erleben, wie Schmuck der Krankenwagen geworden ist mit der Beschriftung, wo man ja uns zu Ehren noch die deutsche Fahne mit drauf lackiert hat. Also das ist schon sehr bewegend gewesen, das zu erleben. Den Krankenwagen an sich hat ja der DRK-Landesverband gespendet. Wie kam es zu dieser Spende? Sind Sie auf den Landesverband zugegangen oder ist er zu Ihnen gekommen? In unserem Förderverein Klausenburg gibt es ein Kuratorium und ein Kuratoriumsmitglied ist Peter Kaul. Er ist Honorarkonsul der Schweiz und ist auch im Kontrollgremium, Aufsichtsrat vom Landesverband des Deutschen Roten Kreuz. Und er hat wohl mitbekommen, dass 2 Rettungsfahrzeuge abgegeben werden. Und da hat er uns den Tipp gegeben, dass wir doch einen davon bekommen sollten. Und das hat so wunderschön geklappt. Der Krankenwagen musste ja nochmal auf Herz und Nieren geprüft werden, bevor er überführt wurde. Das hat ja die Firma Gommlisch hier aus Radebeul gemacht. Hat die Firma Gommlisch da die Kosten übernommen, sozusagen auch als Hilfsleistung? Also das war von vornherein eine große Freude, als wir mit der Frage dorthin gekommen sind, dass also sofort gesagt worden ist, selbstverständlich machen wir das und wir sehen den grundlegend durch, also dass er nicht bloß den Transport nach Rumänien drunter übersteht, sondern auch noch die nächsten Jahre dort genutzt werden kann und dass das kostenlos ist und auch alle Anmeldeformulare und das war also so eine große Freude für uns und wir sind da sehr, sehr dankbar, der Firma Gommlisch. Sie sind ja direkt an dem Samstagmorgen nach der Übergabe früh um 5 schon losgefahren. Gab es da Probleme bei der Überführung? Man munkelt ja immer was von Korruption und Bestechung in Rumänien. Also wir hatten Glück. Durch das Rote Kreuz hatten wir schon mit jemandem Kontakt gehabt, der voriges Jahr einen Krankenwagen nach Rumänien gebracht hat. Und die sagten uns und gaben uns den Tipp, lass den mal offiziell zu, macht nicht erst ein Überführungsnummernschild, das könnte zu Schwierigkeiten an der Grenze
geben. Und wir haben dann also einen Stapel an Papieren mitgenommen mit vielen Stempeln. Und letztendlich das große Herzflattern kam natürlich vor der Grenze. Und dann wurden wir rangewunken und gaben unsere Ausweise rein. Die wurden kontrolliert, wurden uns wieder rausgereicht. Gute Fahrt. Das war's. Also es war ein Jauchzen, ein Jubel in dem Auto, dass das so einfach war. Wir haben es ja damals bei unserem Dreh gesehen, wo das Fahrzeug übergeben wurde, hier in Radebeul. Das Fahrzeug war ja gefüllt mit jede Menge Spenden. Artikeln, möchte ich mal sagen. Ein Brutkasten habe ich gesehen, EKG habe ich gesehen, Decken. Wo kommen all die Spenden her? Die Spenden, das war sehr weit gefächert und es ist eben in der Kirchgemeinde zum Glück so, dass man also da sehr offene Ohren für sowas hat. Also den Brutkasten haben wir zum Beispiel von der Hochschule für Medizin bekommen und auch dieses Absauggerät, das den Defibrillator haben wir bekommen vom Deutschen Roten Kreuz, genauso wie die Krankenhauskleidung, die noch zum größten Teil bei mir in der Garage ist, weil wir es eben nicht mit runter transportieren konnten. Es war ganz einfach zu schwer. Ja, das ist ein breit gefächerter Spendenkreis und ich denke, jetzt haben wir auch mal nochmal neue Ansprechpartner dazu gewonnen, weil es ist bestimmt noch nicht das Ende. Wie ist die Lage im Krankenhaus jetzt? Wir haben jetzt bei der Reise, wo ja unser Oberbürgermeister mit war, sind wir durch das Krankenhaus geführt worden und wir haben diese einzelnen Zimmer gesehen, die doch recht gut ausgestattet sind und wo man mit einer sehr liebevollen Betreuung die Alten pflegt. Es gibt ja auch eine Physiotherapie oben im Dachgeschoss, wo man versuchen muss, mit einfachsten Hilfsmitteln physiotherapeutische Praktiken anzuwenden. Ich denke, das ist bestimmt noch an uns, da vielleicht zu helfen mit neueren, mit moderneren Geräten. Das ganze Dachgeschoss, die Physiotherapie soll ausgebaut werden. Also das ist so das Schöne, was wir auch immer wieder erleben. In dieser Bedrängtheit und in dieser Schlichtheit wagt man Träume und wie mit dem Krankenwagen. Und solche Träume werden oftmals auch in Erfüllung gehen. Sind denn noch neue Spendentransporte geplant für die nächste Zukunft? Wir müssen jetzt ein bisschen zweigleisig fahren. Auf der einen Seite das Krankenhaus, wo wir so viel Bedarf auch gesehen haben, was dort vonnöten ist. Aber natürlich auch unsere Partnergemeinde. Als ich eine SMS nach Radebeul schickte mit der Nachricht, der Kindergarten ist gekauft, kam natürlich auch sofort eine Rückantwort. Was wird gebraucht? Womit können wir helfen? Wir haben Beziehungen zu einer Firma, die Kindergartenmöbel herstellt. Ende Oktober könnte ein Transport stattfinden. Und da wollen wir einmal für das Krankenhaus weitersammeln, überlegen, wo könnten wir ein Ultraschallgerät herbekommen oder Augenprüfgeräte, wo könnten wir für uns anvisierte Krankenhausbetten vielleicht noch Matratzen bekommen. Wäre jetzt die Schiene für das Krankenhaus, aber auch für den Kindergarten, dass wir jetzt sagen oder rumfragen, wo könnten wir Kindergartenmöbel herbekommen, wo können wir ein Gerüst für einen Kinderspielplatz draußen bekommen. Ja, also da orientieren wir also auf Ende Oktober hin. Die Spendenbereitschaft für unsere Partnergemeinde war so groß, dass fast eine halbe Tonne an Hilfsgütern beim letzten Transport nicht im Fahrzeug mitgenommen werden konnte, da einfach der Platz fehlte. Sowohl der leitende Arzt als auch alle anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren zutiefst über diese überaus wichtige und großzügige Hilfe bewegt und dankbar. Nicht nur für den unmittelbaren Transport der Patienten, sondern auch für den Aufbau eines ambulanten Dienstes in den weit verstreut liegenden Dörfern kann das Fahrzeug nun genutzt werden. Damit verbessert sich die Situation der Menschen dort spürbar. Ich will vielleicht anders anfangen. Ich musste dort wieder einmal sehr schlucken, was mir auch innerlich sehr nahe ging. Mittlerweile haben wir die Berichte, dass 4 Millionen Rumänen im Ausland in Arbeit sind. Vor allen Dingen natürlich in Westeuropa, natürlich auch in Westdeutschland. Weil sie hier höhere Löhne einfach erzielen. Wie gesagt, und unten werden händeringend Arbeitskräfte gesucht.
Die problematische Situation ist, dass gerade auf den Dörfern, und in den Dörfern sind auch die ehemalige deutsche Gemeinde, die jungen Leute alle ins Ausland arbeiten gegangen sind. Zurückgeblieben sind die Alten und sozial Schwachen. Die jungen Leute sind weit weg. Wer die sozialen Beziehungen, familiären Beziehungen aufhält, schickt vielleicht Geld. Manch einer schickt kein Geld. Und die Leute sind einfach auf sich allein gestellt. Und das soziale Netz, was wir hier haben, mit ausgebautem Ärztesystem, mit ausgebauter Krankenversicherung, mit ausgebautem Rentensystem, das ist natürlich in Rumänien deutlich negativer entwickelt. Bloß ein Beispiel, dort waren Schlaganfallpatienten, die kriegen über die Krankenkasse 11 Tage Reha bezahlt. Jeder, der in der Familie einen Schlaganfallpatienten hat, weiß, 11 Tage brauche ich gar nichts anfangen. Danach sind sie auf sich gestellt. Und mit dem Krankenwagen sollte einfach es ermöglicht werden, dass wenigstens Hausbesuche passieren können, dass man also die Leute zu Hause besucht und nicht noch zusätzlich in ihrer alten Gebrechlichkeit in so ein völlig überfülltes, völlig an die Grenzen gebrachtes Pflegeheim bringen muss. Und das tut schon weh, dass wir ein Stück weit unseren Wohlstand im Pflegebereich und in vielen anderen Bereichen auf den Rücken von Ländern wie Rumänien aufbringen. Denn damit wir hier zum Beispiel Pflegekräfte aus dem Ausland oder Baukräfte aus dem Ausland, wer soll dann noch in Rumänien pflegen? Wer soll in Rumänien noch bauen, wenn die alle weg sind? Und das ist schon eine bedrückende Situation. Und da ist es ein Stück weit, ja, Hilfe und tatsächlich Unterstützung und auch Respekt diesen Menschen, dass sie dieses Netz aufrechterhalten. Was haben Sie vor Ort für Eindrücke sammeln können? Als ich das erste Mal, so 2012, in Klausenburg war, hatte ich Vorurteile, wie sie wohl viele haben. Ich war noch nie in Rumänien gewesen, auch zu DDR-Zeiten nicht. Und die Vorurteile, die waren, kamen, ja, da wird es wohl rückständig sein, hohe Arbeitslosigkeit, Kriminalität, etwas schmutzig. Und schon damals und auch heute kann ich nur sagen, ich habe mich vollständig getäuscht. Es ist eine Wahnsinnsdynamik in diesem Land, innerhalb der EU, diese Chance auch zu nutzen, so ähnlich wie wir sie in Ostdeutschland genutzt haben nach der Wende. Wir waren zum Beispiel vor 3 Jahren bei der Sozialbürgermeisterin von Klausenburg, haben wir auch das Thema Kriminalität angesprochen, Autodiebstähle. Und da hat sie gesagt, ja, bei uns sind im ganzen Jahr 2 Autos tatsächlich endgültig weggekommen. Also dieses ist auch ein Klischee. Arbeitslosigkeit, auch mittlerweile ein Klischee. Sie suchen händeringend Arbeitskräfte wie bei uns, nur der Unterschied ist deutlich, das Lohngefüge ist natürlich ein deutlich anderes. Dort ist der Monatslohn zu 300, 350 Euro. Bei uns weiß jeder, was die Monatslöhne sind. Sind in den rumänischen Krankenhäusern die Zeichen des Sozialismus noch erkennbar? Ja, ob das Zeichen des Sozialismus sind, auf jeden Fall sind es die Zeichen des Mangels. Es ist eine wahnsinnige Empathie, den Menschen zu helfen. Auf der anderen Seite, die Platzkapazitäten reichen überhaupt nicht aus. Sie sind zum Beispiel auch Übernachtungskapazitäten im Arztzimmer. Und zum anderen Seite, die Reha-Materialien, die sie zur Verfügung haben, von Reckstange, von Fahrradtrainer oder so, die würde nicht einer mehr hier nutzen. Aber sie haben nichts anderes. Nun ist ja die Partnerschaft mit Rumänien eher auf der kirchlichen Basis. Können Sie sich als Bürgermeister vorstellen, dass es einmal eine Partnerschaft wie in der Ukraine geben wird? Ja, ich könnte mir das vorstellen. Wobei die Form für mich aber das nicht Wichtigste ist. Wichtig ist hier, und da trenne ich nie zwischen kirchlicher, schulischer, städtischer Partnerschaft. Ich denke, es ist was ganz Wichtiges, dass wir dort unten ein Netzwerk mittlerweile haben, wo gemeinsam Kirchgemeinde, Stadt, andere Vereine ihren Teil damit beitragen, dass wir ein Stück weit der ungarisch-reformierten Gemeinde in Klausenburg oder ein Stück weit der deutschen Gemeinde in Schäßburg helfen können und damit auch Partnerschaft innerhalb der EU pflegen.